Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach von der Autowerkstatt das finale Union Contact immer und immer und immer wieder holen könnt. Das Ganze könnt ihr mit einem Freund machen oder ganz einfach auch solo. Nur solo ist es halt ein bisschen schwieriger. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall eine Autowerkstatt. Eine Planungstafel, welche Missionen ihr da offen habt in der Planungstafel, ist wirklich völlig egal. Und ihr müsst euch dafür eine Spieleliste markieren. Den Link zur Markierung werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Funktioniert auf allen Plattformen. Ihr müsst euch einfach nur die richtige Spieleliste markieren. Habt ihr euch die dann markiert, müsst ihr einmal GTA neu starten. Begebt euch dann einmal zur Autowerkstatt. Ihr müsst dann in der Autowerkstatt drin sein. Wir registrieren uns also einmal als CEO oder als MC-Präsident. Gehen dann auf Options, auf Online, auf Spielelisten, runter zu meinen markierten Spielelisten und dort werdet ihr dann auch die Spieleliste finden. Diese starten wir einmal. So, entweder könnt ihr es ganz einfach solo starten oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr es auch mit einem Freund machen. Der Freund bekommt aber dann nicht so viel Geld wie ihr. Wenn ihr den Job alleine hostet, bekommt ihr 270.000 und mit einem Freund bekommt ihr dann knapp 300.000. So, ist der Job dann gestartet, müssen wir den Job dann ganz einfach, ganz normal spielen. Alles Gold, was ihr da habt, einfach einsammeln. Als nächstes dann einfach durch die ganzen Polizisten einmal durchballern, zum Fluchtauto gehen, die Beute einmal abgeben. Und wenn wir jetzt die Beute abgegeben haben, werdet ihr sehen, dass wir jetzt schon das Geld bekommen haben. Und ja, wenn ihr jetzt dann die Mission nochmal erneut spielen wollt, begebt euch dann einfach wieder nur zur Autowerkstatt, die Spieleliste wieder starten und dann könnt ihr das Finale ganz einfach direkt wieder starten. Und das könnt ihr so lange permanent wiederholen, solange ihr Lust habt. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.